1975 gründet Heinz R. das Unternehmen. Der Legende nach entwirft er die Geschäftsidee auf einem Bierdeckel. Kundennah, bodenständig, eine Erfolgsgeschichte. Heinz R. gilt als Gentleman, selbstbewusst, aber bescheiden. Tatsächlich auf einem Schmierzettel, so ist die Idee entstanden, auf einem Bierdeckel. Was er angefasst hat, hat er zu Geld gemacht. 2007 zieht sich Heinz R. auf die Karibikinsel St. Barth zurück, steuert das Unternehmen fortan unter Palmen. Der Gründer von P&R wird immer mehr zur Legende. Wenige haben ihn je gesehen, keine Spuren im Netz. Sein Spitzname? Das Phantom. Die 2000er Jahre. P&R-Gründer Heinz R. ist weiter der Strippenzieher aus der Karibik, das Phantom. In München-Grünwald sitzt Werner F. am Schreibtisch, Vorstandschef und Geschäftsführer. Ihm zur Seite steht Vertriebsvorstand Wolfgang S. Und auch Heinz R.'s Sohn ist in leitender Funktion bis 2012 Teil des Unternehmens. Vieles um den Milliardenbetrug bleibt im Dunkeln, bis heute. Er hat lange, lange Zeit die Geschichte erzählt, dass es neben den vielen, vielen Containern der Anleger auch noch viele Container gäbe, die P&R gehören würden. Dass es also sozusagen noch eine Schattenflotte von Containern neben den Anlegercontainern gab, geben hätte sollen. Bundesfinanzaufsicht, kurz BaFin, will vor allem eines: Zahlen. Das, was P&R so bemüht ist zu verstecken. Werner F. und die Vorstandskollegen reichen einen unzureichenden Entwurf nach dem anderen ein, erzählt Hajo Meyer. Die BaFin habe immer wieder formale Fehler gesehen. Ohne das Okay der BaFin droht der Verkaufsstopp. Dass man einen ungeheuer positiven Respekt vor ihm hatte. Heinz war übrigens jemand, der hat sie um ihre Zeit gebeten für eine Stunde treffen. Und dieses erste Meeting, das war natürlich inszeniert, aber dennoch bezeichnend. Er hat nie gewirkt wie der nette Onkel. Immer perfekt gekleidet. Er zieht sein Jackett aus, wirft es über den Stuhl, sagt, ziehen Sie Ihr Jackett aus, lassen Sie uns arbeiten. Als Typ Sean Connery. Möglicherweise nicht ganz so gut aussehend. Man muss sagen, ja, durchaus faszinierende Persönlichkeit. P&R verschiebt das erste Mal in 41 Jahren die Auszahlungen an die Anleger um 30 Tage. Das Ziel ist Zeitgewinn. Mittlerweile zählt jeder Tag. P&R zahlt schließlich. Heinz R. verkauft dafür weitere Container, die eigentlich den Anlegerinnen und Anlegern gehören.